Herzlich willkommen zu Shortcut, dem aktuellen Magazin auf FC Energie TV. Jede Woche das Neueste aus dem Energielager. Erwin, unheimlich viel Wirbel nach dem Derby gegen Hertha BSC um deine Person. Du warst der Held des Berlin-Brandenburg-Derbys, jetzt bist du sogar auch am Mittwoch in der Energieshow. Ganz schön viel Rummel um dich, oder? Ja, nach dem so einem Sieg, ich habe auch selber nicht so erwartet, dass man auch so viel im Fokus steht. Und natürlich, aber ich würde mich jetzt nicht so als Einziger herausheben, sondern die ganze Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt am Sonntag und wir haben auch verdient gewonnen und soll auch noch weiter so gehen. Du sprichst es schon an, jetzt geht die Konzentration wieder nach vorne. Am Freitag ist schon der MSV Duisburg. Der nächste Gegner ist ein 6-Punkte-Spiel, ein Spiel, in dem es um unheimlich viel geht in den nächsten Wochen. Da müssen die Weichen natürlich gestellt werden in so einem Duell. Was wird das für ein Spiel? Ja, zuerst erstmal, wir spielen auswärts und wir haben eine lange Zeit auswärts nicht gewonnen. Und das ist, es ist auch Zeit, das Trainer auch heute nochmal angesprochen. Wir haben auch die Kassetten von Duisburg heute nochmal angeschaut. Und es ist Zeit, dass wir auch eine Dreier landen. Und natürlich ist es ein ganz, ganz wichtiges Spiel, wie jeder andere für uns. Es sind 8 Spiele, sind 8 Endspiele. Und da in Duisburg ist so, wie man auch sagt, ein 6-Punkte-Spiel. Und eine Mannschaft, die dort verliert, dann wird die Chancen auch für weitere Klassen halt sehr, sehr schwer haben. Und wenn wir dort gewinnen sollten, dann ist ein großer Schritt, aber auch nicht diese erreichende Klassenerhalt, sondern es geht immer weiter und genauso auch bei einem Negativerlebnis. Und das wird ein hartes Spiel, das wird ein Spiel, wo die Duisburg auch jetzt sehr viel Selbstvertrauen haben nach dem Sieg in Bremen. Aber wir stehen auch nicht umsonst da und die müssen uns erstmal schlagen.